So, willkommen zurück. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze ausgeschaltet kriegen oder besser gesagt Frauchen, da ich ja immer noch nicht Ist zu. bestimmt saumäßig schwer, ne? Das sind ordentlich ein paar Kilo, ja. Ich habe ja eher Angst vor den scharfen Kanten oben. Ja, schneiden wäre doof. Ne? Weil nochmal 7 Stunden in der Notaufnahme. So, pass auf, ich Ich fang. stehe hier im Blut, weißt du das? Ja, das ist schon hart. Das ist Ey, schon. das ist so sch. Oh, Alter! Guck mal, dann greifen wir jetzt runter. Ja, warte, 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 warte. So, du hebst an, Ding, und ich nehme die Form weg. Ich glaube, die Form ist schwerer als das Die Ding, ne? Form ist noch schwerer, ja. Okay, und hin damit. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja. Noch so ein Schön, Schnippel drauf. ja, schön runterpusten, was da drauf ist. Gut. So. Genau. Schön ordentlich hinlegen. Aua, geladen. Ich bin immer geladen. So, das sieht gut aus. Und ja, das ist doch. Und jetzt reicht diese Kante Genau, aus. die Kante reicht jetzt aus. Warte, ich habe keine Handschuhe. Du hast keine. Wieso hast du keine Handschuhe? Ich habe keine Handschuhe. Dreht. Nee, Na. umdrehen kann ich nicht. Ich brauche neue. Ah, Verschwender. Ja, aber die hast du doch schon angehabt. Die sind dann bestimmt da irgendwie. Nee, die hast du angehabt. Nee, meine habe ich weggeschmissen. Ach so. Oh. Meine habe ich weggeschmissen. So, Schatz, Untersuchung. Nee, nicht. Ich bück mich nicht. So, Frau Doktor. Dann gib mal her die Schose da. So, hier schön vorsichtig. So, So, und jetzt du darfst du nämlich. glaubst, das liegt jetzt in Waage, ja? Ja, sollte es. So, da braucht nicht, ne, da braucht nicht mal die Hälfte wahrscheinlich drauf. Mal gucken. Nicht mal die Hälfte. Ich bin gespannt. Das heißt, ein bisschen langsamer gießen diesmal, ja? Ja, so langsam auch gar nicht, aber halt nicht zu viel. Das ist ja wieder witzig. Oh, hast du Glitzer mit reingeholt? Nein, da war wohl noch was im Becher. Aber hätte ich ruhig machen können, ne? Ich hätte ruhig ein bisschen Glitzer mit reinschmeißen können. Wann weiß ich denn, dass ich stoppen muss? Na, ich sag dir schon dann. Das ist übrigens eine gute Wertanlage, so ein Tisch mit Kaffeebohnen. Wenn man bedenkt, was Kaffee im Preis gestiegen ist, kann der nur teurer werden. Den kannst du nicht mehr trinken. Ah, könnte schwierig werden. Soll ich mal warten? Ja, ich denke auch. Da warten wir mal ein bisschen. So. Gucken, wo das schön hinläuft. Dann kann ich nämlich diese zwei, mir sind das echt zwei kleine. Warte mal. Der tropft hier immer noch. Ja. Und nochmal. So, wo kann ich Ja, das hin? einfach dahin. Mir sind hier nämlich beim Rühren zwei kleine Stücke aufgefallen. Guck mal, da liegt was. Siehst du das? Da ist so Ja, ne? ein. Ne, Dann haben wir bist du hier. blind da? Da liegt's. Oh, will nicht raus. Wo ist jetzt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nur zwei Stück. Nee, das liegt ja noch. Aber mit dem weißen Hintergrund fällt das gar nicht so auf. Da müssen wir eher eine Pille, was, wo ich es greifen kann, Oh, ne. geben. Ja. So, wo ist jetzt hin? Da ist es. Hab's. Siehst du, schmeiß auf den Tisch. Und irgendwo ist noch ein zweites. Du bist ja wieder witzig. Na, das finden wir schon noch. Aber ich glaube, es hat. Läuft es noch? Na doch, ein bisschen läuft noch. Aber da kann noch ein Schwung drauf. Ach ja. Du, Eddie war heute hier. Hättest du nicht mit Eddie das machen können? Der hatte keine Zeit. Ah, der ist immer so kamerascheu, ne? Das Der außerdem. geht nicht vor die Kamera, ne? Da kommt Eddie mich besuchen. Und was bringt der mir mit? Ein Daumenkino. Ja. Oh, ich liebe solchen Humor. Er konnte es sich noch nicht angucken. Ich konnte mir noch nicht angucken. Nee, rückwärts hätte ich können, aber. Ne, das ist ja auch doof. Ja. Ey, wenn du selber gießen kannst, was mache ich hier? Mir helfen bei der Vorbereitung und so weiter. Ich kriege echt die Macke mit dir. Und das soll ich noch 4 bis 6 Wochen durchhalten? Na locker. Das wird schon. Das ist echt eine Probe für unsere Beziehung, ne?
bin doch so Ja, artig. ist klar. Ich war viel pflegeleichter mit meinem kaputten Knie. Mich konntest irgendwo parken, meine Hände konnte ich wenigstens verwenden. Na, in der Küche stehen und kochen ging auch. Also, ne? Du bist ja zu nicht zu gebrauchen. Bin ich ja sonst auch nicht. Naja, doch, zu ein paar Sachen schon. Ne? Aber naja, dafür musste unser Kind heute ran. Regalbretter zusägen. So, das dauert ewig hier. Ja, ich würde sagen, das reicht auch. Wir lassen das jetzt schön auseinanderlaufen Meinst du, das und kommt da mehr außen an? ja, ich muss jetzt sowieso alle 10 Minuten, alle 15 Minuten nochmal rausgucken, ob alles in Ordnung ist. Na, dann bin ich ja doch froh, dass du laufen kannst. Wenn ich jetzt noch alle 10 Minuten raus müsste. Aber wenn jetzt irgendwo der Rand defekt ist und das rüberläuft, dann musst du wieder ran. Dann muss ich die Scheiße sauber machen? Naja, vorhin anheben, dass wir was unterlegen können, weil ich kann es ja nicht irgendwie austarieren. Mal gucken. Hoffen wir, dass nichts rüberläuft. So. Manchmal hasse ich dich. Reicht für heute. Ja. Reingehauen. Ciao.